an Kinder und Jugendlichen Münster. Wir wollen heute zu euch ein Zauberdeck zeigen. Das könnt ihr zu euren Eltern, zu euren Freunden und so weiter zeigen. Ja. So, ganz einfach. Für den Zaubertrick braucht ihr einen Stapel Karten, ganz normale. Ich führe euch erst einmal vor und dann löse ich noch auf. Das heißt, so, Selia darf jetzt erstmal eine Karte ziehen. Super, die schaust du dir jetzt an. Hast du sie dir gut gemerkt? Ja. Sehr gut, dann gibst du sie mir zurück. Ich schiebe sie irgendwo rein. Ganz egal wo. So, jetzt, komm, pusten wir den Zaubertrick rein. Drehen links wieder hin. So, und jetzt schauen wir mal, ob ich sie wieder finde. Die Karte, die du dir angeschaut hast. So, gucken wir mal. Ich find's nicht. Gucken wir mal. Was, Bube Kreuz? Oh mein Gott, ja. Ah, guck. Es war Bube Kreuz. So, der Trick ist ganz, ganz einfach. Wichtig ist es, bevor ihr anfangt, ihr nehmt den Kartenstapel, dreht eine Karte nach hinten um, so dass beide Seiten aussehen wie verdeckt. Während ich dann der Seele eine Karte zum Ziehen gebe und sie sich anschaut, drehe ich den Stapel schon mal um. Dann sieht es genauso wie davor aus. Die Seele gibt mir die Karte zurück. Ich stecke sie rein. Wichtig, dass man es halt nicht sieht. Dann puste ich, drehe es wieder um und ziehe langsam die Karten, bis sie zum Vorschein kommt. Die dann nicht mehr kommt. Wo ist denn die Karte? So. Wichtig dabei ist, ihr müsst darauf achten, dass die hinterste Karte immer verdeckt ist, dass man die natürlich nicht sieht. Sonst sieht man, dass ihr gemogelt habt. Wir wünschen schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr aus dem Kinder- und Jugendtreffen Münster. Ciao, ciao.